Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr ja schon wisst, bekommen wir morgen den neuen Sigurd, der sowohl Human als auch Demon Support ist. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass wir noch immer, auch wenn morgen der Sigurd reinkommt, im Slime Collab drin sind. Erst nächste Woche Dienstag kommt ein Patch, der das ganze Slime-Ding alles wegmacht. Also, eine Woche sind wir noch im Slime-Collab drin, falls ihr euch gewundert habt, ob das morgen schon weggeht. Nein, morgen und die ganze Woche noch haben wir noch Slime in dem Game und ihr könnt noch summen. Jetzt zeige ich euch aber erstmal die Patch-Notes. Sind wirklich nichts Besonderes, also sehr, sehr klein. Sind keine trockenen natürlich, weil wir bekommen trotzdem eine neue Unit und das ist natürlich die Hauptsache. Und was wir von ihm gesehen haben, ist echt wirklich nicht schlecht. Er ist ein 600er Banner. Wenn ihr wissen wollt, was er macht, schaut euch mein vorletztes Video oder so an. Und er ist an sich wirklich, wirklich nicht schlecht. Aber der Fakt einfach, dass wir bald zu November Festival kommen, als auch zu New Year's Festival oder sogar auch dem Costume Shop Sale, würde ich halt sagen, lohnt er sich nicht. Der lohnt sich wirklich nicht. An sich ist er aber keine schlechte Unit. Das will ich ihm gar nicht absprechen, sondern er ist eine in Ordnung gute Unit, wir müssen natürlich aber sehen, wie er auch allgemein im Game ist. Wo ich mir ihn sehr gut vorstellen kann, ist ein Chaos Battle, aber das sehen wir dann erst wieder so in einem Monat oder sowas, in 1,5 Monaten, wenn Chaos Battle wieder reinkommt. Wie gesagt, das 600er Banner und wenn euch die Bundles hier interessieren, macht euch hier Pause, aber wir gehen darauf jetzt nicht ein. Wie gesagt, auch noch hier, Slime ist ja noch drin, deswegen bekommen wir auch ein weiteres Slime-Collab-Minispiel sozusagen. Wir haben das Minispiel auch natürlich, wenn keine Slime-Collabs da sind, aber das ist sozusagen, das heißt ja hier auch Collab Ghost Lag Event und sowas. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Minispiel hier funktioniert. Ihr habt diese Mail-Dinger oder sowas, diese, wie heißt das? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, diese Briefe sozusagen, und das spawnen, glaube ich, irgendwelche Sachen, ja, keine Ahnung, nichts Besonderes, die Belohnungen sind tatsächlich auch nicht allzu besonders, dass man jetzt sagen müsste, das Event, das ist es, aber es sind noch immer Free-Belohnungen und kann man natürlich mitnehmen. Dann haben wir auch eine Änderung in dem Fall to Glass Reward Dungeon, jetzt sind die Rewards das hier, also ihr bekommt keinen Gem mehr, weil bis heute, also wenn ihr es heute noch nicht gemacht habt, könnt ihr es heute noch machen. Aber dann ab morgen bekommt ihr dann einmal am Tag kein extra Gem mehr, was ein bisschen schade ist. Wo ich mir denke, Digga, lass es doch drinne. Aber gut, es ist nicht Marvel, es ist Grand Cross. Was will ich dazu sagen? Ihr wisst, wie die hier ticken. Was sehr, sehr geil ist, was mit dem Update wieder reinkommt, ist natürlich das Village Donation Event. Das schmeckt uns immer, weil wir bekommen hier einfach 6 Free SSR-Anhänger. Und viele von euch, ihr braucht diese SSR-Anhänger einfach, vor allem auch UR-Anhänger, vor allem auch für LRs. Und dazu kommen wir auch gleich, weil es wurde etwas angekündigt. Darauf gehen wir gleich ein. Natürlich haben wir noch hier das Battle-Event von, wie heißt es nochmal, Hauser, Leones Holy Knight Special Training. Nichts Besonderes, ihr wisst, ich mache sie nicht, macht sie am besten aber. Und ein paar System-Updates, nichts Besonderes. Und Miscellaneous, auch nichts Besonderes. Gab es ein paar Bugs mit Milim. Den letzten habe ich mitbekommen, dass Dragon Rampage nicht weggemacht wurde bei ein paar Conditions. Aber das erste habe ich gar nicht mitbekommen, aber das zweite hier, das habe ich mitbekommen. Jetzt sind die anscheinend gefixt, die Bugs. Und wir kommen mal darauf ein, was ich hier angeteased habe. Nämlich hat Grand Gross JP auf Twitter auch etwas angeteased. Und das ist das hier. Und mein erster Blick war so, könnte eine Elder sein, könnte aber auch ein Festival sein. Das allererste, an was ich gedacht habe hier, ist diese blaue von Catastrophe. Ich habe jetzt vergessen, wie die hieß. Nicht Mono, nicht Roxy. Easton, genau. Ich dachte erst so Easton, weil irgendwie so wassermäßig. Könnte Easton sein. Nachdem ich mir aber die Krone mehr angeschaut habe, ich so, Easton ist doch keine Königin oder sowas. Und wie eine einzige Königin haben wir in Grand Cross, die vor allem auch was mit Blau zu tun hat. Und das ist sie hier, das Perfekte, dass er das hier reingeschickt hat, nämlich Diane. Wir bekommen wahrscheinlich eine LR Queen Diane. Und warum ich sage, das Blaue passt perfekt zu dieser Diane, schaut euch mal ihr Holy Relic an. Sieht fast 1 zu 1 aus wie die Krone. Also,
Wir können schon davon ausgehen, dass wir wirklich eine LR-Diane bekommen werden im nächsten Update. Also, auf JP dann am Donnerstag und nächste Woche Dienstag dann bei uns, weil morgen kommt ja der Sigurd. Und was diesen Tease auch noch weiter verstärkt, ist etwas anderes, was wir von einem Leaker gehört haben. Nämlich ein neues Outfit oder sowas. Und er hat geschrieben, er hat keine Ahnung, ob es ein Outfit ist oder eine neue Unit ist oder sowas. Und habe ich gepostet, es war schon vor einigen Tagen, vor 4 Tagen oder so, habe ich gepostet, LR oder November Festival. Und dann auch ein paar meiner Community-Leute hier haben reingeschrieben, wahrscheinlich eine LR und sowas. Habe ich natürlich auch gedacht. Ich wollte nur ein bisschen gucken. Vielleicht kann ja auch eine November Festival gewesen sein. Aber eine LR ist natürlich ein bisschen wahrscheinlicher. Und vor allem, weil sie das gleiche Farbschema hat wie die rote Queen Diane. Nur halt ein bisschen pompöser. Und das zeugt natürlich alles von LRs. LR Outfit Awakening und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Das Upgrade einfach. Einzigste, was ich nicht so cool finde in dem Sinne ist, das Outfit von der LR-Diane wird ja grün sein. Warum? Oh, warum ist es hier alles blau? Das ist das Einzige, was ich so nicht ganz verstehe. Natürlich der Hammer, den sie hat. Aber das ist sozusagen das Einzige, was ich nicht ganz verstehe. Jedoch sollte es ziemlich sicher sein, dass wir auch hier trotzdem die Diane bekommen. Alleine, weil er schon sozusagen geleakt hat. Und zweitens, überall Edelsteine. Hat alles mit dem Boden zu, tun, mit Dinger, Natur und sowas. Ich kann es mir einfach super vorstellen, es wird eigentlich schon sozusagen garantiert eine LR Queen Diane. Jetzt habe ich nur noch Angst vor dem LR Queen Diane und dem Tamir Link. Hoffentlich wird es nicht allzu broken, weil wenn die irgendwas in ihrer Passive verändern werden, weil die ist ja jetzt schon zweieinhalb Jahre alt und die werden irgendwas in ihrer Passive verändern und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sie wirklich, wirklich broken wird. Vor allem mit einem Kollegen, wo wir gedacht hatten, er ist nicht so gut, nämlich der LR King. Der LR King funktioniert ja mit Feen und mit Giants. Und wenn Diana jetzt ein LR bekommt, kann man Full LR Team spielen. Nämlich mit Gloxinia, mit LR King und mit der neuen LR Diana. Müssen ein bisschen drauf gefasst sein, keine Ahnung, wie das wirklich alles wird. Ich habe ein bisschen Angst, trotzdem natürlich. Aber, ja, was soll man machen? Nächste Woche kommt wahrscheinlich Ende Diane auf Global und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr mir noch auf Twitter folgen wollt, dann macht es gerne. Yusempai mit 2a, 2i. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.